gehen nach hinten. Schau mal, machst du mal eine Meile? Ha? Machst du da noch mal? Papa, fang! Das hat die nämlich gestern schon so gehört, wenn ich das in Mai Liebler und da hat die rote Bisse, die Chloe, also war er frei war. Jetzt habe ich da gerade, hört ihr mich alle? Also, dann muss ich mich noch ein bisschen einsingen. Jetzt wurden wir da gerade von dem Herrn von der Zeitung Wolfsburg, da wurde mir die Frage gestellt, aber das war ja dann für den industriellen landwirtschaftlichen Anbau, das geht ja gar nicht, weil es gibt ja eigentlich einen Konflikt. Die Permakultur, die wird jetzt so weit gegangen und sagen, ist der industrielle landwirtschaftliche Anbau überhaupt sinnvoll für unsere künftige Ernährung? Wir haben so viele Arbeitslose, wir haben so viele hochspezialisierte Bereiche, aber da, wo es um echtes Leben geht, da sind wir nicht wirklich dabei. Ja? Und was nützt es uns, was nützt es ihr, die da gerade den Kleinen, da, das ist doch auch frei, oder? Ja. Und das schmeckt, wie man schon wissen. Was nützt es ihr, wenn wir tolle landwirtschaftliche Traktoren hier bauen können und noch größere Maschinen und noch größere Blutfächer und egal was, und Monsanto hat jetzt nochmal ein besseres Saatgut, aber die wird gar nicht mehr satt davor, weil keine Stoffe mehr drin sind, die das Leben halten. Die Pflanzer, die man da bestellt hat, die sind von einem Jungpflanzenanbauer, da bei Feilen Enz vom Uli Natterer. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir eh spät dran waren und wir wollten einfach was pflanzen. Das sind alles Jungpflanzer gewesen. Das sind aber teilweise Sorten, die samenfest sind. Das heißt, selbst wenn ich das Kohlrebel fliegen lassen will und da Samen nimmt, kriege ich da nichts mehr auf. Man macht sowas wegen einem einmaligen Ertrags, wegen einer einmaligen Ertragssteigerung. Aber ein Kohlrebler, das nur eine alte Sorte ist, das man schon 100 Jahre anbaut, da musst du aufpassen, wo du das überhaupt näher bringst. Ja? Und die haben dann eine andere Gesichtheit. Überleg mal, wir haben hier Ende Februar haben wir die da gepflanzt. Wann? Ende Februar. Ist das normal? Das heißt, das ist Bio. Bio heißt Leben. Das ist aber übertriebenes Leben. Ich bin da kein großer Fan davon. Ja, mit Zusatzheizung im Februar, oder? Also nur Frostwächter. Und wir haben ja da angefangen, darum sind wir jetzt da herin. Ich habe da Mitte Februar angefangen mit dem Bagger da reinfahren. Und den ganzen Oberboden weg, das ist der Rest, ist da draußen noch in einem Haufen. Der war so viel, war der einfach immer freigefräst und losgefräst. Und dann bin ich mit dem Bagger hergefahren und habe da nachgraben und da aufgeschüttet. Dann habe ich den Oberboden wieder drauf gemacht. Weil das ist ja der gute Boden, der soll ja wieder oben auf. Und dann haben wir das in liebevoller Kleinarbeit, haben wir da einfach die Hänge verbaut. Das war jetzt so einfach meine Idee. Hey, das ist was anderes. Da kann ich auch mal bewirtschaften, ohne dass ich mir jetzt bucken muss. Also ich kann da schon sehr liebevoll damit umgehen. Ich kann meine gute Laune da halten. Ich bin da herner viel lieber als da derner. Wenn du mal 6 Stunden Salat schneidest, so, dann steht die Welt auf dem Kopf. Und du weißt, dass die auf dein Feierabend weißt. Wenn ich aber da tätig bin und ich habe überall Nischen, was ja unser Ziel ist, wir wollen ja das erwerbsmäßig in diesem klassischen Sinne machen, sondern wir wollen ja ganz viele von euch da motivieren, dass sie in dieses Thema, was kann man da, praktisch mit einsteigen, dass die Lust haben, da mitmachen. Wer hätte Lust, da mitmachen? Mal Hand hoch.
Jetzt ein Foto als Beweis. Ihr dürft es daherkommen. Ich habe nachher Listen, wo ihr euch eintragen könnt. Ihr dürft es daherkommen. Was haben wir jetzt da drin gemacht? Also das Erste, was ihr aufgefallen habt, ich habe es so gesehen und das ist schon bei allen anderen gewesen, da war so ein gewisser Aha-Effekt. Oh. Ja, also, wer fühlt sich wohl da drin? Wer empfindet das Klima da drin anders? Also gut, da pfeift jetzt der Wind anders her, muss man sagen. Jetzt haben wir, da seht ihr die gelbe Schläuche. Ich habe vorher die Energie erwähnt bei der Permakultur. Das sind 6 Drainagerohre, die gehen da bis hinter durch, in Gräber drin und nachher draufgeschüttet. Das ist unsere Bodenheizung. Die ist zwar noch nicht angeschlossen, weil momentan haben wir das Problem, dass wir es kalt haben, aber der kommende Winter kommt. Und wenn es uns jetzt gelingt, die warme Luft von da oben, den Sommer lang und den Herbst lang, einfach da unten immer durchziehen, dann haben wir hier einen Erdspeicher, der vielleicht mit 250 Kubikmeter Erde oder noch mehr Wärme speichern kann. Der normale Bodentemperatur im Winter, wenn ich da nachgrabe und ich habe ihn abdeckt, komme ich so bei 7, 9 Grad. Das ist so das Mittel. Das Grundwasser, was aus der Wasserleitung kommt, wenn es lang Loch hat, so die Temperatur. Das ist aber für eine Heizung ist das zu wenig. Wenn ich jetzt aber hier in dem Erdkörper 15, 18 oder was weiß ich, 20 Grad habe und ich komme im Winter rein und die große Menge an Masse, die da ist, dann wird die mir möglicherweise das sehr lange frostfrei halten. Und unser Ziel ist, dass man da im Dezember frische Tomaten erntet. Ohne Fremdheizung. Wir haben da zwar einen Gashahn und eine Gasheizung. Die Permakultur sagt jetzt, wenn es da ist, nutz. Aber wenn es nicht brauchst, und ich kann anders, weil ich die solare Energie da nutze. Das war eine einmalige Gestaltung. Wie lange die Dinger hebeln, weiß ich jetzt. Dann tun wir wieder was verbauen, weil es ist ja eine schöne Tätigkeit. Wir haben da einen riesen Spaß und ein riesen Glück dabei gehabt. Und dann ganz viele Leute, die einfach geholfen haben, seht ihr, boah, machen wir denen gleich weiter. Wenn jetzt Kälte kommt, wo sammelt sich Kälte? In Tirol. Ich kann da abfließen. Wenn ihr einen Frosch in dem Haus habt, dann da unten im Keller. Und wenn ich da jetzt aber noch ein paar Steine noch mit reinbaue und auch noch Speichermasse mache, das habe ich vom Steufahrer neu gesehen. Also der Stein ist halt bloß ein Gestaltungselement. Da, muss ich euch mal zeigen. Schubt mal den Steu weg. Und was denkt ihr, was da drunter ist? Da ist Pfeil. Da sind Löcher und da ist was los und Wurzler. Das ist ein Sicherheitswasserspeicher. Und wenn ich solche Steine in der Permakultur, große, kleine, Steuheife, Nischen, Bretter, Totholz, Wurzeln, alles, überall wo es krabbelt, wo es lebt, da fangen schon die richtige Lebewesen an, sich ansiedeln. Und dann stellt sich das Gleichgewicht irgendwann einmal her. Ja? Zwischen den Schnecken, die den Salat fressen, und zwischen den Schnecken, die Schnecken, die den Salat fressen, fressen. Wie stark ist denn der Humus-Schicht? Da? Ja. Also Humus lässt sich ganz schwierig beschreiben. Weil Humus klassifiziert sich durch diese sogenannten Ton-Humus-Komplexe. Das ist der Anteil, der den Boden eigentlich dunkel macht. Je dunkler der ist, desto mehr Kohlenstoffe da drin sind. Und die Kohlenstoffe, die sind dann für die ganzen Mikroben wichtig. Und darum ist dieses sogenannte Terra Preta. Wer hat da schon mal was davon gehört? Schwarze Erde, das haben sie in Brasilien in der Regenwälder, da haben die das einfach kultiviert. Jahrhunderte, Jahrtausende lang haben Böden aufgebaut, dass bloß so kracht, vor Leber trotzt und strotzt. Und der Humusgehalt gibt natürlich einen Indiz, wie viele Bakterien da an diesem Kohlenstoff anhaften können. Und jetzt nimmt man für dieses Terra Preta, nimmt man feinst zermahlene Holzkohle. Sagen dann die einen wieder, ja, dann tun wir aber da wieder weiter abholzen, weil die Holzkohle kommt ja von weiß Gott woher. Das ist alles richtig, aber den Effekt, den ich mit ein bisschen Holzkohle da drüber streue, was ich als Mikrobenspeicher habe, der ist einfach nur genial und gigantisch. Und somit baue ich den Humusgehalt einfach wieder auf. Ja? Und das Ziel ist,
dass ich einfach immer, wir haben jetzt da bedeckt und der Boden drunter, der ist sehr feucht. Ich habe das letzte Mal vor 10 Tagen gegossen. Aber ich lasse halt dann das Wasser gescheit laufen, dass es sich gescheit wieder vollträgt und dann ist wieder Drucker. Wenn ich jetzt regelmäßig gieße, so was weiß ich, alle 2 Tage, sobald ihre Blätter ein bisschen hängen lang, dann habe ich den Nachteil, dass ich auch ziemlich viel Feuchtigkeit habe. Das fördert wieder dann die Verpilzung. Ja, ich muss einfach schauen, dass es ein Gleichgewicht gibt. Gleichgewicht zwischen dem, was ich will, zwischen dem, was ich kann, zwischen der Zeit, die ich habe, zwischen den finanziellen Mitteln, die man einsetzen kann. Und das soll einfach ein Ort sein, wo man sich wohlfühlt. Ihr dürft halt frei schon ein bisschen rumsteigen und dieses Lebensgefühl mal kostet da. Es fühlt sich total schön an. Ja, wenn ich ein bisschen perspektivisch habe, wenn ich ein bisschen einen Horizont verändert habe, wenn ich ein bisschen rauf und runter kann, wenn es eine Entdeckungsreise gibt. Ich muss mich wohlfühlen, wenn ich meine Arbeit in Gera tue. Ich fahre hier knapp 70 Kilometer Allbach daher. Wegen dem Haus, der die das nicht machen. Aber da fühle ich mich wohl. Und wir haben ja da Außengelände auch noch. Ja? Da wächst jetzt alles ein. Unser Freund, der Peter, der macht da oben auch einen sehr schönen Bauernhof. Muss ich sagen, er macht Saatgutvermehrung für Bingenheimer. Und der hat dann auch gesagt, du, da hilft jetzt bloß ein Pflug. Ja? Und das geht jetzt dringend gemäht. Aber wir sind die paar, die da tätig sind, wir haben derzeit ein Überangebot an Salaten und am Zeitmangel. Das ist egal. Permakultureller Grundsatz, im Zweifel wachsen lassen. Das, wenn ich kann, dann kann ich. Ja? Peter hat angeboten, dass er mal mit seinem Maywald durchfährt. Dann haben wir wieder jede Menge Mulch. Dann können wir mit dem Mulch wieder was anfangen. Dann können wir wieder eine Zeile legen. Und wo was das Licht wegmachen und da unsere Kartoffel oder unsere Topinambur oder sonst was reinlegen. Wir müssen es auch probieren. Ja? Permakultur heißt, ich denke langfristig. Und wenn ich langfristig denke, dann darf ich mir jetzt nicht vorstellen, was kann ich in einem Jahr alles schaffen, weil das steigt mir beim Kopf. Aber ich denke, dass wir in 10 Jahren so eine parkähnliche Anlage errichtet haben. Ja. Und da sind Obstbäume da drin. Obwohl es bloß 10 Jahre gepachtet ist. Der Besitzer, der Eigentümer, der ist sehr offen dafür. Der wollte mit seinem Lehrerkollegium daherkommen und hat gesagt, Mensch, die Leute brauchen Impulse, dass sie wieder an das denken. Garten soll Lust machen. Wir sind heute an einem Punkt in unserer Welt, auch in Europa und in Deutschland, dass wir sehr viele Sinnfragen gerade stellen. Was machen wir da eigentlich? Und ich garantiere dir, es werden 50% unserer Menschen würden sofort aufs Land gehen und sich dieses Thema Selbstversorgung aneignen, wenn sie jetzt so eine panische Angst davor hätten, dass es so eine Knochenarbeit und Gruppe. Dann müssen sie es halt anders machen. Einmalig. Der Sepp Holzer sagt, du hast einmalig. Das mit dem Bagger Eingriff, das ist ein heftiger Eingriff. Das ist viel, viel schlimmer als mit Pflugen. Aber das ist eine einmalige Geschichte, ich muss da nicht mehr durchfräsen. Und das baut sich dann schon wieder mit den Lebenskräften auf. Und wenn ich die ganzen Würmer und Mikroben alle futtere und alle denen was gibt, dann organisieren die das schon. Und die haben Nischen und da sind dann plötzlich die Ameisen. Die waren vorher auch da, aber der Ameisenhaufen, der wird halt jetzt mal weggefressen. Und die Ameise ist das stärkste Tier auf der Erde im Verhältnis zum Körpergewicht. Die brauchen einen Platz. Auf einem normalen Acker werden wir da wenig finden. Das ist aber der Grund. Und da müssen wir unser Denken, oder da sind wir aufgefordert, unser Denken wieder ein bisschen anzugleichen und überprüfen, ist das noch aktuell. Ja? Und ihr erwartet es einmal von politischer Seite am wenigsten. Ich mache seit 15 Jahren dieses Thema Permakultur, ich habe viele Projekte realisiert, wo ich da drumherum einfach sage, so, wir kommen da mit dem Bagger und du machst es wieder schön und dann kommst du in das Permakulturthema rein. Ja, lernen beim Tun. Und da ist eine gute Frau von uns, die Frau Schatz. Die ist da sehr angetan. Die sitzt im Landwirtschaftsamt in Kaufbeuren. Und die ist total offen gewesen. Und die hat doch gesagt, Mensch, man muss doch Permakultur fördern. Das ist doch so wichtig. Und es wird alles im Staat, wird in irgendeiner Weise gefördert. Und da habe ich gesagt,
Gera, macht die auf dem Weg. Ja, sie hat in der Regierung da vom Ministerium noch gute Bekannte, gute Freunde. Die haben da dermaßen eine Abfolge, oder? Ja, das will man gar nicht. Das ist konzerngesteuert, es muss einfach alles kontrollierbar sein. Und die Fläche, die ich daheim in Untertingau habe, das ist ein Hektar, das habe ich komplett umgestaltet. Da ist See, Bachlauf, Wallanlage, intensive Gartenzone, extensive Gartenzone, Außenanlagen, Steinwälle, alles drumherum. Ich könnte das alles aufdröseln und sage, ich habe 500 Quadratmeter Bach, 1500 Quadratmeter See, ich habe Wildhecke, ich habe solche Sachen und könnte mir da eine Förderung machen. In Wahrheit ist das komplett aus diesen EU-Programmen rausgelöst. Weil das gibt mir die Freiheit, dass ich überhaupt was machen kann. Wir hätten hier auch Förderung kriegen für Gartenbau. Aber erstens kann ich es niemandem erklären, was wir da machen. Ja, und ich habe da vorher keinen Plan einreichen können. Ja, weil wenn du irgendwas machst, musst du eigentlich einen Plan einreichen. Nein, das hat sich einfach so gegeben. Ja, das sind die Fehlkommen. Die Bretter sind da vor Ort. Ich bin für die ganzen Bretter, die wir da verbaut haben. 2 Stunden beim Lämmle am Gatter gestanden und habe da die Randbretter raussortieren dürfen, die hätten halt sonst zusammengepackt. Da dürfen sie jetzt einen Nutzen machen. Das ist ein Grundsatz in der Permakultur. Ja? Man möchte Dinge möglichst lang nutzen. Man möchte sie wiederverwenden. Man möchte, ein Element hat mehrere Funktionen. Ja? Ich kann mir aber einen Autoreifen vorstellen. Wer sein Kartoffelbeet mit Autoreifen machen soll, das machen. Ja, freilich. Wenn es wächst, ist gut. Und Steine und drumherum. Und so baut sich das dann Stück für Stück auf. Jetzt haben wir da unten ein Grundwasser. Wenn es viel regnet, steigt das Wasser. Und wenn es wieder weniger Feuchtigkeit hat, dann sinkt es wieder ab. Jetzt haben wir da Brunnengräser dabei gemacht. Normalerweise mag die Fließgewässer und nicht so warm. Ich mag es eigentlich eher ein Kielswasser und ein Gurtswasser. Aber das sind Experimente. Ja? Wenn ich sowas jetzt in eine Gemüseernteanteilskiste reinmache, das ist eher geeignet, dass jemand frisch daherkommt und sagt, du, darf ich die da probieren? Wie schmeckt denn die Brunnengräser? Wird auf dem Markt wirklich für viel Geld angeboten. Gibt auf dem Markt für Brunnengräser Angebote. Aber das sind dann auch wieder Spezialisierungen. Was wir damit zeigen wollen, durch diese Art Anbau, durch diese Art Wirtschaftsweise, dass man die sozialen Dinge wieder anregt. Du glaubst gar nicht, wie viele gute Gespräche während dieser ganzen Bauzeit da dahin geführt worden sind. Von Gärtnern mit Nichtgärtnern, von Technikern über Ingenieure über keine Rolle. Am Garten treffen wir uns wieder. Im Boden. Letztlich, was denkt ihr, was mein Körper ist? Das ist die Vorstufe von Humus. Was ist es denn? Wasser und Humus. Wenn ich das weiß, und weiß, das ist unsere Grundlage, und wir gehen mit der Erde wieder anders um, und wir haben wieder eine andere Gesinnung da dafür, dass es als Lebewesen gilt, dann werden wir eine andere Rückmeldung wieder vom Leben haben. Und jetzt rufe ich mal die ganzen Gärtner, ihr tut alle frisch ernten. Wer von euch hat schon mal eine Woche vorher geerntet und das, was er geerntet hat, in seinen Kühlschrank gelegt? Macht niemand. In der Erwerbslandwirtschaft ist das so. Ja, das wird geerntet, dann kommt es ins Kielhaus rein, dann kommt es in die Verteilstelle vom Großmarkt über die Einzelhandelsmärkte und dann daheim im Kielschrank. Das war 3-mal durch Kielstation. Das ist aber nicht mehr lebendig. Ja? Und da fehlen uns dann die Lebensstoffe. Wenn ich das klappt, jetzt mache ich da mal demonstrativ, der wird es betrachtet. Habt ihr das gehört? Was passiert jetzt? Es dauert keine 10 Minuten, eine Viertelstunde, dann hat die letzte Zelle, die da drin momentan noch Zellteilung betreibt. Zellteilung ist das einzige Indiz für Wachstum. Deswegen gibt es in unserer Wirtschaft kein Wachstum, weil es keine Zellteilung gibt. Das ist ein großes Lügegebäude von Wirtschaftswachstum zum Reden. Wirtschaftswucherei wäre vielleicht deutlicher.
Aber ich muss aufpassen mit öffentlichen. Ja. So. Was? Vom Englischen nicht aus, kommt keine Anzeige. Und ich heiße heute wie der andere. So. Wenn ich das jetzt halt ist. Das lebt noch. Zellteilung aktiv. Lebenskraft in mir. Warte da jetzt eine halbe Stunde. Zellteilung inaktiv. Und wir schreiben Bio drauf, weil Bio ja Leben heißt. Aber der Salatkopf wird abgeschnitten. Und jetzt haben wir angelegt. Und das hat mich total gefreut, dass unsere Nachbarin, die jetzt leider nicht da ist, gesagt hat, beim Lidl gibt es Salat im Pflanzcontainer. Da sage ich, wow, das machen wir aus. Wir machen unseren Salat. Mit Wurzeln. Der muss jetzt allerdings ins Wasser. Der wird auch ein bisschen welk, aber er stirbt nicht. Die Wurzel, der Lebensstamm und die Zelle, die sind jetzt noch aktiv. Wenn ich das jetzt im Wasser drin habe, bleibt die Pflanze ein Lebewesen. Und wenn ich den dann esse, wenn ich ihn brauche, dann ist sie Lebenskraft. Und was Lebenskraft mit dem Menschen macht, das möchte ich euch geil demonstrieren. Es würde sich alles in unserem Land ändern. Ich garantiere dir 3 Wochen Brennnesselkur, Frischkur, für unsere Gesellschaft und wir werden wieder widerstandsfähig gegen Lüge und Verdummung, gegen Kommerz. Und diese Dinge werden mit allen Mitteln verhindert. Was ja keiner zu viel Kraft hat, dass ja keiner das Maul aufmacht, weil mir soll ja gefälligst die Stimme abgeben. Robert, nur eine Ergänzung. Wir haben die Ernte an der Kiste, die wir gestern geerntet haben, da haben wir das erste Mal angewendet, dass wir nicht die Wurzeln lang in die Kiste reintun, sondern da kommt so ein Küchenteppich drüber und der Gummiring und wird ins Wasser getaucht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das 2-3 Tage praktisch absolut frisch ist. Der Hansjörg war auf dem Präsentieren auf dem Markt in Grönenbach und in der Dampfsäck. Und das war eine 2 Tage alte Ernteanteiskiste und das ist ganz frisch drin gewesen. Genauso wollen wir mit den Ernteanteiskisten in Zukunft verfahren, dass es lebendig geerntet wird, lebendig zu Leuten kommt und ihr könnt es sogar noch einpflanzen. Ja? Also ihr kriegt Kräuter zum Beispiel nicht abgeschnitten, sondern kriegt Kräuter mit den Wurzeln. Ihr könnt es mit den Wurzeln in ein Glas einstellen oder mit den Wurzeln in einen Kornkopf einstellen und aufs Fensterbrett. Das ist ein ganz anderes Gemüse und ganz andere Kräuter, als wie ihr es kennt. Das ist jetzt wie auf dem Hamburger Fischmarkt.